Da ich irgendwie komplett wahnsinnig bin, mache ich jetzt noch weiter. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man und Bass. Und ja, es geht weiter mit der Piraten-Stage. Nach wie vor ist diese Stage eigentlich von der Idee her ganz cool, allerdings gibt es ein paar Dinge, die mich dran stören. Zum Beispiel das Timing von diesen Teilen. Vor allem, die kommen auch nur in dem ersten Screen hier vorne. Danach kommen die ganze Zeit nur diese Octopus-Viecher. Naja, was soll's. Ich habe übrigens mal überlegt, ich habe, glaube ich, noch gar nicht den Shop gezeigt, oder? Habe ich? Ich weiß es nicht. Werde ich vielleicht mal machen nach dieser Runde oder so. Wer weiß, vielleicht gibt es hier auch was ganz Gutes, was ich kaufen kann. Ja, spring halt. Okay, also das ist ja mittlerweile bekannte Stelle. Ich glaube, es war einfach ein Glück, wenn ich einfach nur hier weitergehe. So. Seifenblasen einfach noch ewig im Screen sind. Und das. Moment, war das jetzt echt schon die Stage? Die ist ja mal übelst kurz, wenn man nur. Wow. Verdammt, ich habe noch keine richtige Ahnung. Ja, wobei, ich hätte vielleicht eine Idee, wie ich das machen soll. Mal gucken. Vielleicht kriege ich es ja hin. Auf jeden Fall, die Stage ist wirklich kurz. Das ist ein Arsch. Oh, die verdammte Springratte. Ech. Ich Idiot. Ja, noch ist es nicht perfekt. Ist noch viel zu machen, damit das was wird. Ah, oh, das war so knapp. Er war schon fast tot. Ich glaube, die kriege ich kaputt. Das finde ich echt gemein, dass er so springt. Oh Mann, ich finde es gemein, dass Gegner springen, aber die Sache ist halt, er macht es wirklich immer zu einem Zeitpunkt, wo ich mir denke, oh komm, leck mich doch. Wow. Wow, jetzt ist aber genug hier. Verdammt. Jetzt wurde Platz zu gering. Oh Mann. Na gut. Ready? Go. Muss ich übrigens korrigieren, dass mit den Octo, wenn wir den Ammonitas teilen, hier ist ja nicht nur am Anfang so. Es gab ja später noch diese eine Stelle.
ist halt schwierig, die zu treffen, deswegen mag ich sie nicht so sehr. Warum springe ich so dumm? Ich springe echt dumm. Das ist keine Energie. So, hier die Stelle, da kommt ja auch diese Oktopie vor. Autsch. Ich glaube, nach der Stage werde ich mal den Shop mir angucken, falls ich weiß, wo ich die finde. Die kann man richtig durchrennen. Wogegen man nicht rennen kann, ist dieser Boss. Ich sehe nichts. Mensch, wenn mein Charakter halt unsichtbar ist, verdammte Scheiße nochmal. Oh, sowas hasse ich ja wie die Pest. Sprite Limitations auf dem Super Nintendo. Warum muss das denn sein? Es ist ja nicht so, als ob Sprite Limitations nicht auf dem NES noch schlimm genug gewesen wären. Aber nein, auf dem Super Nintendo, der besseren Konsole, wo es eigentlich ja mittlerweile behoben sein könnte, da ist man trotzdem noch unsichtbar. Was soll der Mist? Wahrscheinlich in den Crate 8 Stage doch mit Waffen besiegen, weil so anstrengend wie sie teilweise mit Wasser sind, möchte ich mir doch mal die Waffen geben noch. Andererseits kriege ich auch HP-Aufwertung, mal gucken. Remote Mine. Aha. Achso, die Attacke. Die haben wohl noch ein bisschen Zielverfolgung oder was? Oder ich kann sie lenken. Wie dem auch sei. So. Next Stage. Dynamo Man. Also eine Elektro Stage oder was? Ah.
Aha. Okay. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich da oben rankommen soll, aber vielleicht gibt es hier auch so eine Art Keul noch. Allgemein wundere ich mich, wo mein Begleiter ist. Wieso bleibt das Feuer noch da? So, das sieht aus, als könnte man hier runter. Aber ich traue mich nicht. Wow. Sieht's halt überhaupt nicht. Das ist schön. Hier ist Feuer einfach vom Transportband transportiert wird. Oh nee, nicht ein Sniper Joe auf dem Laufband. Fuck, wieso geht das jetzt so ab? Autsch. Da komme ich auch nicht hoch, oder? Das sah auch so aus, als könnte man da rüber, aber man... Mir fehlt irgendwie für alles das Item. Das ist total dumm. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich jetzt durch die Bombe so ein neues... Moment, an die ECD komme ich vielleicht ran. Ja. Ist das schon der Boss? Okay. Achso, das ist nur dafür. Ich habe das Gefühl, es ist keine gute Idee, da nach links zu springen. War eh mein letztes Leben. Ich weiß zwar nicht, wie es Sinn ergibt, dass ich Elektrokugeln abschieße, aber... Die Stage ist auch ziemlich kurz. Vergleichsweise. Meine Fresse. Alter, ich hasse diesen Sniper Joe. Oh. Alles egal. Große Energie ist wichtig. So. Wie gesagt, alles egal. Es ist eh jetzt hier schon wieder das Ende. Stage. Ich bin überrascht, die Stages sind halt echt ziemlich kurz, wenn man bedenkt, wie lang wir die
Stage von Dingens vorkam. Dieser Sprung ist aber schon schaffbar, oder? Ja. Oh, es ist doch noch nicht der Boss. Okay, never mind. Doch nicht so kurz. Autsch. Sind wir jetzt bei Hunting Count mit diesen komischen. What the fuck? Oh man. Alter, was ist das für ein Miniboss bitte? Okay, davor ist wenigstens ein Speicherpunkt. Okay, die blauen Kugeln kann ich offensichtlich abschießen. Was passiert, wenn ich davon getroffen werde? Will ich es wissen? Oh, das ist böse. Nach dem Minibus ist auch nochmal ein Speicherpunkt. Ist irgendwie wo gar nichts passiert, wenn ich getroffen werde. Das Ding macht nicht nur Licht, oder was? Scheinbar. So, habe ich mir komplett umsonst Sorgen gemacht. Wieso nehme ich an, dass alles böse ist? Ich weiß es nicht. Oh ja, natürlich. Holy fuck. Okay. Dynamo Man, ne? Probieren wir beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.